Das Tempolimit ist wieder in der Diskussion. Diesmal allerdings nicht nur in der Klimaschutzdebatte, sondern um Treibstoff zu sparen und so weniger Erdöl aus Russland zu importieren. Grund genug, nochmal wissenschaftlich auf das Thema zu schauen und zu gucken, was wirklich hinter den Argumenten der Befürworter und Gegner steckt. Welche Vor- und Nachteile ein Tempolimit hat, welche Maßnahmen für die aktuelle Situation besprochen werden und was sich durch eine Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen alles ändern würde, das erfahrt ihr jetzt und damit willkommen bei Breaking Lab. Jakob hier. Los geht's. Das Thema heute ist in Deutschland ja ein recht emotionales und bei meiner Recherche ist mir auch aufgefallen, ein recht hart diskutiertes Thema. Ich versuche hier natürlich möglichst objektiv zu sein und mich auf die Fakten zu fokussieren. Schauen wir uns zuerst den Ist-Zustand in Deutschland an. Über die Hälfte der Autobahnkilometer in Deutschland haben keine Geschwindigkeitsbegrenzung, genau genommen 57%. Auf 13% befinden sich meistens Baustellen. Jeder kennt das wahrscheinlich. Und die restlichen 30% haben bereits ein Tempolimit. Ein Tempolimit würde also große Teile der Autobahn betreffen. Aber nicht jeder fährt ja so ein schnelles Auto bzw. gibt einfach so viel Gas. Ganze 80% der deutschen Autofahrerinnen und Autofahrer fahren jetzt schon langsamer als 130 km/h, auch auf Strecken, die kein Tempolimit haben. Das heißt, die würde das gar nicht betreffen. Gleichzeitig fahren nur 20% schneller als 130 km/h und gerade mal 2% schneller als 160 km/h. Insgesamt wäre also nur ein Fünftel der Deutschen von einem Tempolimit überhaupt betroffen, beziehungsweise nur ein Fünftel müsste ihr Fahrverhalten irgendwie anpassen. Bevor wir jetzt dazu kommen, wie viel Treibstoff denn eingespart werden kann, könnt ihr ja mal kurz in die Kommentare schreiben, wie ihr denn so fahrt. Also fahrt ihr schneller als 130, fahrt ihr nicht so schnell, fahrt ihr überhaupt kein Auto? Ich bin gespannt, was sich da ergibt. Vielleicht kann man so einen kleinen Graphen daraus basteln oder so. So, wie viel Treibstoff kann denn nun gespart werden durch ein Tempolimit? Bei meiner Recherche dazu ist mir erstmal eine Sache aufgefallen. Es gibt unfassbar viele Artikel dazu, aber die wenigsten arbeiten hier mit konkreten Zahlen und sagen einfach nur, dass der Kraftstoffverbrauch sinkt. Und teilweise werden dann auch noch Zahlen aus Studien falsch zitiert. Irgendwas scheint dieses Thema also an sich zu haben, dass es in den Medien immer etwas chaotisch behandelt wird, was ich ja in meinem ersten Video zum Tempolimit auch schon gezeigt habe, wo wir uns auf die Aussagen der Bild mal ein bisschen genauer fokussiert haben. Aber es gibt Studien dazu und die habe ich mir mal für euch angeschaut. Eine Untersuchung vom Bundesumweltamt sagt zu dem Thema, dass ein durchschnittlicher PKW bei einer Geschwindigkeit von 150 km/h pro gefahrenem Kilometer etwa ein Drittel mehr Kraftstoff als bei 120 km/h und etwa die Hälfte mehr als bei 100 km/h braucht. Ein Drittel weniger Kraftstoff. Das klingt ja erstmal sehr, sehr gut. Dann wurde es allerdings für mich in dieser Studie etwas verwirrend, beziehungsweise etwas unhandlich. Etwas weiter hinten, also genau genommen eine Seite weiter, wird nämlich gesagt, dass ein generelles Tempolimit von 120 auf der Autobahn die CO2-Emissionen um nur 16,7% senken würde, was ja deutlich weniger als ein Drittel Reduktion ist. Und in der Studie wird auch gesagt, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen CO2-Ausstoß und Verbrauch gibt. Na, und dann wird an der Stelle die Studie noch schwerer zu lesen, weshalb viele Zeitungen hier von gerade mal 2,7% gesprochen haben. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Studie erst die 2,7% nennt und einige Zeilen später dann noch weitere 14% erwähnt werden, die dann nochmal draufkommen, was einfach daran liegt, wie die Daten erhoben wurden. Anscheinend haben das jetzt aber viele nicht ganz zu Ende gelesen, weshalb man oft nur die 2,7% liest, die zitiert werden. Es gibt aber auch noch viele andere Studien zu dem Thema aus dem Ausland. Und die spannendste Studie, die ich zu diesem Thema gefunden habe, die stammt von einer Gruppe von chinesischen und amerikanischen Unis. Hier wurde der Verbrauch abhängig von der Geschwindigkeit gemessen und an der Kurve sieht man jetzt zwei interessante Dinge. Erstens, nur weil man langsam fährt, hat man nicht automatisch einen geringeren Verbrauch. Die Kurve, die sinkt ja erstmal bis 60 km/h, sprich bei 60 km/h war der Verbrauch pro Kilometer am geringsten. Und anschließend steigt der Verbrauch, und zwar quadratisch. Was das mit der Physik zu tun hat, dazu kommen wir gleich noch. Was sagt uns das Ganze jetzt? Natürlich wollen wir nicht 60 km/h auf der Autobahn fahren. 130 km/h wiederum ist eine recht willkürlich gesetzte Grenze. Die meisten Studien arbeiten zum Beispiel mit 120 km/h, was wahrscheinlich einfach daran liegt, dass diese Geschwindigkeit häufig das Tempolimit in vielen Ländern ist. Fakt ist auf jeden Fall, dass man erstmal mit einem Tempolimit den Verbrauch senken würde. Zum einen durch die geringere Geschwindigkeit, wobei wir ja gerade schon hatten, dass viele gar nicht so schnell fahren. Aber es gibt da noch weitere Faktoren, die man beachten muss, wenn man das Thema bewerten will. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Ihr habt dazu ganz viele Fragen und Anregungen kommentiert und auf die will ich jetzt mal eingehen. Danke Polschen hat zum Beispiel gefragt, wieso beeinflusst schnelleres Fahren den Spritverbrauch und den Schadstoffausstoß überhaupt? Und hier kommt jetzt die Physik ins Spiel, und zwar hat das Ganze mit dem Luftwiderstand zu tun. Der hängt nämlich von der Form, der Querschnittsfläche, der Geschwindigkeit und der Dichte der Luft ab. Die Geschwindigkeit, die hat hier den größten Einfluss, denn die Luftwiderstandskraft, die steigt quadratisch zu der Geschwindigkeit. Heißt,
Wenn man doppelt so schnell fährt, hat man direkt viermal so viel Luftwiderstand. Um diesen größeren Widerstand zu überwinden, wird natürlich dann auch mehr Kraft gebraucht, um dagegen anzukommen. Und so hat man mehr Spritverbrauch bei höherer Geschwindigkeit und es nimmt halt immer mehr zu, quadratisch. Der Schadstoffausstoß, der wird auch erheblich reduziert. Und zwar würden wir bei einem Tempolimit von 130 km/h 1,9 Millionen Tonnen CO2 weniger ausstoßen. Bei einem Tempolimit von 120 km/h würde man theoretisch sogar 2,6 Millionen Tonnen CO2 ansparen. Wenn man 1 Million Tonnen CO2 Treibhausgasminderung bis 2030 auf anderen Wegen erreichen wollen würde, müsste man zum Beispiel 500.000 E-Autos auf die Straße bringen oder 17% mehr Rad- und Fußverkehr erreichen. Daran sieht man schon, dass das Ganze ein nicht unwesentlicher Anteil an Treibhausgasen ist. Wenn man sich die Einsparungsziele von 2030 anguckt, dann würde ein Tempolimit von 130 km/h helfen, ca. 2,4% der Menge einzusparen, die wir insgesamt einsparen wollen. Da bleibt natürlich noch immer eine große Menge übrig, aber eigentlich sind wir auf jeden Prozentpunkt angewiesen, also eine schlechte Sache wäre das auf jeden Fall nicht. Jetzt schreibt André D., was ist mit Reifenabrieb, der einer der größten Quellen für Mikroplastik ist? Der Reifenabrieb hängt natürlich auch, physikalisch gesehen, mit der Geschwindigkeit zusammen. Das heißt, wenn man von hohen Geschwindigkeiten abbremst, entsteht auch mehr Bremsabrieb, macht ja auch irgendwie Sinn. Es gibt aber noch deutlich mehr Faktoren, die auf den Reifenabrieb einen Einfluss haben, nämlich der Reifendruck, die Fahrbahnoberfläche, wie schwer das Fahrzeug ist und vieles mehr. Das Ganze, das seht ihr hier in der Grafik. Um Reifenabrieb zu reduzieren, gibt es laut einer Studie des Umweltbundesamtes eigentlich zwei wesentliche Ansätze. Entweder die Entstehung von Reifenabrieb reduzieren oder den Reifenabrieb besser von der Umwelt fernhalten. Beim ersten Ansatz nennt die Studie tatsächlich Tempolimit als mögliche Konsequenz, aber halt auch nicht als einzigen Ansatz. Im Endeffekt wird da auch vor allen Dingen gesagt, dass es generell so sein muss, dass wir weniger Autoverkehr haben, damit der Reifenabrieb reduziert wird. Welche Auswirkungen ein Tempolimit dann aber wirklich auf diesen Reifenabrieb hat, das wird in dieser Studie und auch in anderen Studien bis jetzt noch nicht richtig geklärt. Dazu gibt es noch keine genauen Zahlen. Der nächste Kommentar ist von Bastoro und er sagt, wie wäre es denn, wenn man ein Tempolimit nur für Verbrenner erlässt? So überzeugt man alle, die gegen ein Tempolimit sind, sich ein E-Auto zu kaufen und fördert so die Wirtschaft und tut auch was für die Umwelt. Die Überlegung, die wurde tatsächlich immer wieder gefordert. Aber auch da gibt es Probleme. Zum einen haben wir im Moment einen Anteil von nur 1,3% E-Autos in Deutschland. Bis 2030 sollen daraus zwar ein Drittel werden, das sind immerhin auch nochmal 8 Jahre und damit würde es auch jetzt gerade gar nicht so viele Menschen betreffen. Außerdem schrumpft bei E-Autos die Reichweite sehr stark, je schneller man fährt. Also mit einem Model X von Tesla, da kommt man mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 100 km/h so 480 km weit. Wenn man die Geschwindigkeit auf 130 km/h erhöht, dann sind es nur noch so 340 Kilometer Reichweite. Das heißt, im Moment macht eine Beschränkung des Tempolimits nur für Verbrennermotoren eigentlich gar keinen Sinn, weil mit E-Autos schneller zu fahren ohnehin nicht so super sinnvoll ist. Und ich glaube, auf gesellschaftlicher Ebene wäre diese Regelung auch schwierig, da viele Leute einfach noch kein E-Auto haben, zum Beispiel, weil sie es sich vielleicht nicht leisten können, noch kein neues Auto brauchen oder es halt auch einfach nicht wollen. Und wenn man selber in der Lage wäre, würde man es wahrscheinlich auch uncool finden, wenn man dann benachteiligt wird. Ein weiterer Aspekt, der immer wieder in der Diskussion genannt wird, ist das Thema Verkehrssicherheit. Und Mel S. hat hierzu geschrieben, was mir hier noch fehlt, ist, ob ein Tempolimit dafür sorgen kann, dass weniger Unfälle geschehen. Welche Zahlen liefern dazu andere Länder? Wie ich auch schon in meinem letzten Video zu dem Thema erwähnt habe, sinken die Zahlen von Autounfällen von Jahr zu Jahr stetig. Im Jahr 2020 hatte das natürlich auch mit Corona zu tun, denn dadurch gab es einfach weniger Verkehrsaufkommen. Aber dennoch ist eine ganz klare Tendenz nach unten bei den Verkehrsunfällen auf deutschen Straßen zu sehen. Das hat zum einen mit politischen Regelungen wie Gurtpflicht, Promillegrenze und Lichtpflicht zu tun, aber halt auch damit, dass die Autos immer sicherer werden. Auch in anderen Ländern gehen die Unfälle zurück. Im internationalen Vergleich sind wir da ziemlich im Mittelfeld. Bei einer Auswertung von 2016, da war Deutschland auf Platz 9 von 16 bei den Ländern in der EU. Bulgarien und Belgien belegen übrigens bei dieser Statistik mit weitem Abstand die traurigen letzten beiden Plätze. Und tatsächlich gibt es in diesen Ländern ein allgemeines Tempolimit. Deutschland ist hier also im Mittelfeld. Und wenn man auf die Unterschiede zu den anderen Ländern schaut, ist fraglich, ob das Tempolimit wirklich zu wenig Unfällen führt. Dazu muss man dann auch noch sagen, dass von allen Unfällen 2020 69,3% innerhalb von Ortschaften, daneben 24,9% auf Landstraßen und nur 5,8% auf Autobahnen passiert sind. Die Unfälle auf Straßen mit höheren Geschwindigkeiten, die haben aber natürlich meistens auch schlimmere Folgen. Also tödliche Unfälle passieren am meisten auf Landstraßen, nämlich fast 60% davon. Circa 12% passieren auf der Autobahn und der Rest innerorts. Also auch da sind es im Vergleich zu anderen Straßentypen die wenigsten Unfälle, die auf den Autobahnen passieren. Das Sicherheitsargument für ein Tempolimit ist also eigentlich eher fraglich. Eine weitere Frage kam von Sven Schulz. Er hat gefragt, wie ist es denn mit der Müdigkeit, die sich bei 3 Stunden lang Autobahn mit 130 km/h einpendelt? Ich finde das in Österreich grausam. Die Konzentration,
die leidet stark darunter. Also wenn ich das richtig verstehe, geht es darum, dass wir 130 die ganze Zeit fahren und dass es halt nicht so viel Abwechslung gibt. Das ist eine sehr gute Frage, finde ich. Es ist tatsächlich so, dass die Konzentration bei höheren Geschwindigkeiten zunächst ansteigt. Also wenn wir schneller fahren, sind wir eigentlich erstmal konzentrierter, um diese Herausforderung halt zu bewältigen. Sie bleibt aber nicht konstant erhalten. Das ist auch der Fall bei nicht ganz so hohen Geschwindigkeiten. Deshalb wird hier generell empfohlen, ausreichend Pausen zu machen. Jetzt ist es aber so, bei höheren Geschwindigkeiten verschärft sich das Problem in der Hinsicht, dass ja die Bremswege sowieso schon viel länger werden. Und wenn man noch verzögerte Reaktionszeit durch fehlende Konzentration dazu nimmt, ist ein Unfall wesentlich wahrscheinlicher. Was man auch noch sehr häufig als Argument gegen ein Tempolimit hört, ist der Mehraufwand an Zeit. Und das ist natürlich erstmal rein physikalisch ganz unangefochten. Also wenn man eine Strecke von 200 km/h bei einer Geschwindigkeit von 130 km/h fährt, dann braucht man so 92 Minuten. Wenn man auf der gleichen Strecke 160 km/h fährt, sind es nur noch 75 Minuten. Und das ist ganz klar eine Zeitersparnis von 17 Minuten. Das gilt natürlich nur dann, wenn man wirklich ganz konstant die Geschwindigkeiten so halten kann. Und da könnt ihr wahrscheinlich am besten aus eigener Erfahrung einschätzen, wie oft sowas auf der Autobahn vorkommt. Also durch Baustellen, Staus oder andere Fahrzeuge wird man ja doch ziemlich häufig ausgebremst und dadurch relativiert sich in den meisten Fällen die Zeitersparnis wieder ein bisschen. Und hier ist halt wirklich ein Faktor, der besonders entscheidend ist, dass Staus oft auch dadurch entstehen, dass die Leute unterschiedliche Geschwindigkeiten fahren. Also je näher die Geschwindigkeiten beieinander liegen, desto geringer würde dieses Problem werden, was ein Argument fürs Tempolimit sein könnte. Aber auf das Thema gehe ich in dem anderen Video nochmal genauer ein, was ich euch dann am Ende verlinke. Jetzt gibt es noch einen weiteren Punkt. Ein Tempolimit könnte auch Auswirkungen auf den Straßenlärm haben. Also 5,7 Millionen Menschen, die sind täglich von Straßenlärm betroffen. Und das wirkt sich auf die Psyche aus und auch auf das soziale Wohlbefinden. Um die Gesundheit zu schützen, sollte ein Mittelungspegel von 65 Dezibel am Tag und 55 Dezibel in der Nacht nicht überschritten werden. Das empfiehlt das Umweltbundesamt. Bei normalen PKWs ist es so, dass ab ca. 30 km die Stunde das Reifenfahrbahngeräusch, also das Geräusch, was man auf der Fahrbahn macht, das Geräusch des Motors überlagert. Bei LKWs ist das bei ca. 60 km/h der Fall. Und deshalb spielen da die Geschwindigkeiten und die Fahrbahnoberfläche die entscheidende Rolle. Bei groben Pflaster ist der Lärmpegel um 6 bis 10 Dezibel höher als bei glattem Asphalt. Und bei einer Geschwindigkeit von 160 km/h ist der Fahrlärm ca. 3 Dezibel höher als bei einer Geschwindigkeit von 130 km/h. Hier geht es jetzt um einen Mittelwert des Lärmpegels. Das ist jetzt nicht so wirklich viel im Vergleich zu den 65 Dezibel, die am Tag nicht überschritten werden sollten. Aber was durch ein Tempolimit natürlich auch wegfallen würde, wären diese Lärmspitzen, die durch besonders hohe Geschwindigkeiten erzeugt werden. Also wenn ein Auto mit über 200 km/h vorbeifährt, ist das wesentlich lauter und fällt aus diesem gleichmäßigen Verkehrslärm heraus. So, das waren jetzt einige Fragen von euch. An der Stelle erstmal vielen Dank, dass ihr immer so fleißig kommentiert. Macht das gerne weiter, ich freue mich da immer sehr drüber. An der Stelle möchte ich mal ganz kurz meine eigene Sichtweise auf dieses Thema einbringen. Erstmal finde ich, dass die Medienberichte dazu wirklich gut gemeint vielleicht noch Mittel sind. Also ich finde es wirklich echt schwierig, was dazu teilweise geschrieben wird. Dann finde ich ein Argument ganz schwierig, was ich immer wieder in der Diskussion gehört habe, und zwar das Thema Eigenverantwortung. Und das ist nicht böse gemeint, aber ich habe das Gefühl, das Thema Eigenverantwortung, haben wir in der Vergangenheit gesehen, funktioniert meist eher so mittelgut und ist eigentlich auch nur ein Weg der Politik zu sagen, hey, wir wollen da keine Entscheidung zu treffen, die im Zweifelsfall irgendwie unpopulär ist, wobei es ja auch ganz viele Umfragen gibt, die sagen, hey, wir wollen Tempolimit. Deswegen finde ich, das Thema Eigenverantwortung da anzubringen, ist eigentlich ein bisschen unpassend, weil dass die Leute wirklich aus Eigenverantwortung plötzlich ihr Tempo ändern, halte ich eher für unwahrscheinlich. Und der eigentlich für mich wichtigste Punkt ist, dass das Ganze nochmal zeigt, dass wir autonomes Fahren voranbringen müssen. Also wir müssen dafür sorgen, dass die Gesetzmäßigkeiten dafür bestehen, weil dann wäre dieses ganze Problem wahrscheinlich ziemlich hinfällig, weil autonomes Fahren wird dafür sorgen, dass die Leute einfach, also die Autos, in einer einheitlichen Geschwindigkeit fahren. Das heißt, der Fahrtfluss wird viel, viel besser sein. Und das Ganze wird auch dafür sorgen, dass das Ganze effizienter ist, dass es weniger Verkehrstote gibt und so. Es gibt wirklich viele Argumente dafür. Insgesamt ist es jetzt gerade so, dass man bei dieser ganzen Diskussion sagen kann, dass es zu viele verschiedene entscheidende Faktoren gibt, die noch nicht ausreichend umfangreich durch Studien bearbeitet wurden. Es wird immer noch viel geforscht in der Thematik. Das heißt, diese Diskussion ist eh schon sehr schwierig. Und wenn man jetzt noch bedenkt, dass dafür, dass dieses Tempolimit eigentlich nur einen ganz, ganz kleinen Teil von Menschen hier in Deutschland betrifft, da doch eine relativ große Debatte draus gemacht wird, mit sehr viel medialer Aufmerksamkeit, gleichzeitig vor allen Dingen mediale Aufmerksamkeit mit Emotionen und weniger mit Fakten. Fakt ist auf jeden Fall, das kann man nicht wegdiskutieren. Wenn ihr bei den Preisen im Moment Sprit sparen wollt, dann hilft es, langsamer zu fahren. Und insgesamt würde ein Tempolimit kurzfristig für Treibstoffersparnisse sorgen. Und klar ist auch, es würde CO2-Emissionen einsparen. Bei den Punkten zu Lärmbelästigung, den Verkehrstoten und dem Reifenabrieb
ist da eine Tendenz zu erkennen, aber es gibt noch keine eindeutigen Belege. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man bei höheren Geschwindigkeiten ohne Zweifel schneller ans Ziel kommt. Das heißt, dieser Punkt ist auch unumstritten, solange die Autobahn jetzt frei ist. Das ist natürlich dieser Faktor dabei. Und da ist es einfach so, dass wenn wir sehr, sehr schnell fahren, also einige Leute sehr schnell fahren und andere deutlich langsamer fahren, das definitiv auch dazu führt, dass es mehr Stau gibt. Aber wie gesagt, dazu findet ihr alles im anderen Video. Und hier findet ihr jetzt das andere Video zum Thema Tempolimit, wo es dann nochmal mehr um den Fahrfluss geht, aber auch um die Aussagen, die Bild dazu getroffen hat. Klickt da gerne nochmal drauf, lasst ein Abo hier und wir sehen uns wieder Dienstag, Donnerstag, 18 Uhr. Bis dahin, euer Jakob.